Hallo, es ist Mittwoch. Mittwoch tatsächlich. Schon die Woche schon wieder fast vorbei. Mittwoch dann, 19.07. Und ähm, ich wurde darauf angesprochen, dass ich ja noch gar nichts zum größten Steuerraub der... Bundesrepublik Deutschland zur deutschen Geschichte äh, was gemacht hätte. Das stimmt nicht ganz. Tatsächlich habe ich da was drüber gemacht. Leider waren die Überschriften etwas ähm, suboptimal dabei gewählt. Äh, unter anderem habe ich was dazu gemacht und zwar ähm, als TV-Tipp, äh, bevor man, äh, bevor die ersten Hochrechnungen zur großbritannienwahl Ähm. Bekannt gegeben wurden und da hatte das gerade äh, in der ARD gab es einen äh, schönen Beitrag dazu über das ARD Magazin Panorama und die haben auch tatsächlich mit Zeit und Zeit Online zusammen das mal genau richtig aufgearbeitet. Da ging es hauptsächlich um die Cum-Ex Geschäfte. Ähm, allerdings gibt es dann halt auch die, die sind auch deutlich ähm, noch deutlich schädlicher tatsächlich gewesen für den deutschen Staat als die Cum-Cum Geschäfte. Was das ist, erkläre ich gleich ganz kurz nochmal. Ähm, also Cum-Ex und Cum-Cum Geschäfte sind tatsächlich Sachen, ähm, bei denen es geht da um, um Aktien und ähm, die man Aktien und um Also, was Kum-Kum sind tatsächlich, Kum-Kum-Geschäfte sind äh, äh, Transaktionen, wo es um also Kum -Kum ist Dividendenausschüttung, das bedeutet, äh, kurz bevor die, die Dividende ausgeschüttet wird, anders. Deutsche Banken können ne, tatsächlich, wenn sie äh, sich wie, wie immer die, ähm, die Mehrwertsteuer erstatten lassen. Wie alle anderen Unternehmen in Deutschland halt auch. Das gilt für ausländische Investoren bei Dividenden eben nicht. Was die sich jetzt halt gedacht haben, da sind wir doch ganz schlau, dann verleihen wir unsere Aktien, kurz bevor die Dividendenausschüttung da ist, an die Banken. Die lassen sich die Dividende ausschütten. Diese Dividendenausschüttung ist im Grunde genommen in der Leihgebühr schon mit drin. Über die, für die Leihgebühr mussten die Banken tatsächlich äh, Mehrwertsteuer bezahlen. Oder zumindest also mussten die Steuern bezahlen. Diese Steuer konnten sich die Banken aber wieder zurückholen. So, und nachdem diese Dividenden ausgeschüttet wurden, sind die, sind die, die, sind die Aktien wieder zurückgegangen an die ursprünglichen Besitzer. Und den äh, Betrag, den man praktisch sich von der Steuer wiederholt, den haben sich dann die Banken und die, äh, die Menschen, denen eigentlich hier diese Aktien gehören, dann halt geteilt. Noch schlimmer ist es bei den Cum-Ex-Sachen. Bei den Cum-Ex-Sachen, äh, da ist es dann tatsächlich so, da sind tatsächlich Lehr das sind, das sind die Lehrgeschäfte tatsächlich. Ne? Da, äh, ähm, da ist es tatsächlich so, dass sich dann zwei Leute dort die Steuer erstatten, können, erstatten lassen können. Der eine, der sich berechtigterweise die Steuer erstatten lassen kann, und ein anderer, der wo das so aussieht, als hätte er die auch bezahlt, diese Steuer, hat er aber gar nicht. Und bekommt aber trotzdem die Steuer wieder zurück ausgezahlt. Zurückgezahlt. So, das geht aber nur, indem drei Leute zusammenarbeiten und diese zu viel zurückgezahlte Steuer, die teilt man dann halt durch drei und dann hat man einfach sich schön bereichert daran. Das ist doch mal so ganz grob und ganz kurz mal ähm, zusammengefasst. Wenn ihr, da, wenn ihr darüber euch äh, informieren wollt, bitte auf jeden Fall mal Cum-Ex-Geschäfte oder gibt einfach ein Panorama größter Steuerraub äh, bei Google, bei Yahoo, bei DuckDuckGo oder sonst irgendwo eingeben. Da äh, gibt es auf jeden Fall Informationen darüber über die Zeit.de, über die Tagesschau, über ähm, die Panorama-Sendung. Ist auf jeden Fall super interessant und äh, fast schon, vor allen Dingen das Verhalten unserer Finanzbehörden dazu ist einfach. Bei jedem Mucks, ja, wird darauf geachtet, dass jeder Arbeitnehmer seine Steuern zahlt und so weiter. Und hier ist einfach, das war ja so komplex. Konnte ja keiner ahnen. Obwohl wir, ne, und tatsächlich ist es so, dass die, äh, nach, nach der Bankenkrise haben die Banken ja tatsächlich ihre eigene Regulierung beschrieben. Und da haben sie das, das, das Loch cum vor allen Dingen noch deutlich erweitert und da ging die Party erst richtig los. So, und da bin ich jetzt auch im Grunde genommen beim Punkt auch wieder. Also, es geht jetzt hier hauptsächlich um die kum cum sachen um die Cum-Cum-Geschäfte. Und da ist es jetzt so, dass die Banken, bei diesen, denen man das nachweisen kann, dass sie diesen Kum-Kum-Geschäften betätigt waren, ähm, dass sie diese Sachen zurückzahlen müssen. Insgesamt ist das wohl mehr, mindestens eine Milliarde Euro, die sie an den Fiskus nachzahlen müssen. Und ähm, das ist es tatsächlich leider nur bis zum März 2013, obwohl das schon deutlich weiter zurückhängt. Äh, der, Bundes-, der Bundesfinanzhof hat das ganz klar ab 2016 äh, ähm, hat das, äh, dieses, dieses Steuerschlupfloch wurde anfang 2016 geschlossen und die Finanzämter ähm, hatten aber bisher keine Ahnung wie sie oder keine Ahnung, wie sie mit den Tra Transaktionen vor 2016 umgehen sollten. Und der, Bundesgericht, der Bundesfinanzhof hatte tatsächlich schon im Sommer 2015 diese Geschäfte als unzulässig bezeichnet. So. Jetzt sollen also die Banken diese Sachen zurückzahlen, aber nur alles, was bis März 2013 zurückfällt. Es gibt eigentlich überhaupt keinen Grund, das nur bis März 2013 machen zu lassen. Eigentlich gilt da eine Verjährungsfrist von zehn Jahren. Das sagt zum Beispiel auch Gerhard Schick, der finanzpolitische Sprecher der Grünen, dass man irgendwie so viele Fälle vor 2013 einfach auf sie berühren lässt, das kann er nicht nachvollziehen. Das ist eine Großzügigkeit für die Banken, für die er kein Verständnis habe. Okay. Sollten wir als Steuerzahler eigentlich auch nicht. Und das sollte vor allen Dingen unser Finanzminister Wolfgang Schäuble eigentlich auch nicht. Warum macht er das dann trotzdem? Also erstmal ist er jetzt nicht berühmt dafür, dass er gerne äh, Finanzhäuser und Unternehmen an Karren fährt. Da ist er nicht gerade berühmt für. Nö, das ist er nicht. Das stimmt. Ich gebe eine andere Sache, warum nicht. Die BaFin, das ist ja unsere Bankenaufsichtsbehörde, die ja vor allen Dingen seit 2008 schön kontrollieren soll, wie stabil unsere Banken sind. Und jetzt ist es tatsächlich so, dadurch, dass diese Banken mit diesen krummen Geschäften äh, so viel Geld mit diesen krummen Geschäften gemacht haben und sie diese Gelder jetzt zum Teil zurückzahlen müssen also die Rückzahlung der Kapitalertragssteuer ne, da macht sich die BaFin jetzt ein bisschen Sorgen, dass wir dadurch, dass diese Banken betrogen haben. Geld sich angeeignet haben, im Grunde genommen tatsächlich in Bankraub an der Steuerkasse begangen haben. Die müssten jetzt Strafen zahlen und wegen diesen Strafen könnten wir eine neue Bankenkrise auslösen. Also lassen wir das einfach mal geschehen. Ist das unglaublich oder was? Wenn wir diese Banken zur Rechenschaft ziehen würden für das Geld, was sie geklaut haben tatsächlich. Geklaut ist ein hartes Wort hier, weil richtig un illegal war das nämlich gar nicht. Das sind mit Absicht eingefügte Schlupflöcher im Gesetzestext, die insbesondere von den Banken dort eingeführt wurden. Und das hat auch nichts mit irgendeiner Parteizugehörigkeit zu tun. Ne? Nicht, dass man mich hier falsch versteht mit Wolfgang Schäuble. Ich bin bestimmt kein Freund von Wolfgang Schäuble. Ich finde diesen Mann abgründig. Aber das ist nicht allein seine Schuld. Da genauso schuld ist daran Hans Eichel. Und der hat sogar eine ziemlich große Schuld daran. Per Steinbrück ist da. Das ist genau der Mann, unter dem diese Schlupflöcher auch noch erweitert wurden. Sogar das geht zurück bis Theo Weigel. Den kennen die meisten wahrscheinlich gar nicht mehr mit seinen buschigen Augenbrauen. Das geht zurück bis Theo Weigel. Da haben wir also CSU. SPD und CDU. Also das hat nichts mehr damit zu tun, dass ich jetzt irgendeine Partei irgendwie vor, vor der Kandare habe oder so. Also tatsächlich ist es so, dass nur bis 2013 aufgeklärt werden soll und dass die Gelder nur bis 2013 zurück nachgezahlt werden sollen. Weil sonst die Gefahr da ist, dass wir unsere Banken. Crashen lassen müssen. <laughs> Und die Banken sagen: Na, das tut uns aber leid. Können wir leider unsere Strafen nicht zahlen? So ein Pech, aber auch. Unglaublich. Es ist die kommen damit also durch, weil man sagt: nee, sonst gehen die auch noch crashen. Das ist ungefähr das Gleiche, als wenn man, als wenn. Ne, jemand von euch eine Bank überfällt und man im Nachhinein sagt, naja, aber wenn man jetzt ihm das ganze Geld abnehmen würde davon, dann würde er da ja pleite gehen, also das geht natürlich nicht. Nein, 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 nein. Das, ihr, seid eine, ihr, seid eine, ihr seid tatsächlich ja eine, 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 eine natürliche Person. Bei natürlichen Personen ist das egal, die kann man ja einen Knast sperren. So eine Bank, das ist eine juristische Person. Wir haben kein Unternehmensstrafrecht hier in Deutschland. die können tatsächlich rauben wie sie wollen und wären auch noch schön blöd wenn sie, wenn sie nur so ein bisschen rauben würden weil das müssen sie als strafe zurückzahlen wenn sie nur groß genug rauben dürfen sie es auch noch behalten weil das wäre sonst zu hart für also das wäre sonst zu gefährlich für unsere wirtschaft super oder das ist kapitalismus pur man muss nur groß genug rauben Das ist wie Trump halt einfach. Man muss nur groß genug rauben, tatsächlich. Man muss nur groß genug pleite gehen. Dann kriegt man auch wieder Geld. Ne? Jemand, der ganz normal als, als Handwerker pleite geht oder sowas in der Richtung. Oder wenn ich hier krachen gehe mit dem Ding hier, ne? dann das wird mir als Makel den Rest meines Lebens anhaften. Jemand wie Trump, der darf sechsmal pleite gehen und kriegt immer wieder neue Kredite. Jetzt hat er nach dem fünften Mal hat er dann tatsächlich in den USA keine Kredite mehr bekommen. Wo hat er jetzt wieder die, Kredite, die, die, die letzten Kredite herbekommen? Von der Deutschen Bank. Das ist der größte Kreditgeber von Donald Trump tatsächlich. Nachdem er zum sechsten Mal pleite gegangen ist, hat er jetzt seine letzten Kredite von denen bekommen. Der darf da Schmuh machen mit seiner Trump University, ist völlig egal. Man muss es nur groß genug anstellen. Und genauso bei den Banken. Man muss nur groß genug in Steuerraub begehen. Dann kann man, wird man noch nicht mal irgendwie, da muss man nur einen Bruchteil davon zurückzahlen, weil sonst diese Bank crashen geht und alles andere mit in den Abgrund reißen würde. Das ist ein Wirtschaftssystem total toll, oder? Und da reden so vor allem Konservative hier immer davon Konsequenzen. Man muss persönliche Konsequenzen ziehen. Das ist das A und O in unserer Gesellschaft. Das muss Konsequenzen haben. In unserem Wirtschaftssystem hat es halt einfach nur dann Konsequenzen, wenn man klein ist. Wenn du groß genug bist, kannst du dir leisten, was du willst. Ganz einfach.